Und dazu schalte ich zu unserem TV-Reporter David Hermann-Meng. Lieber David, momentan ist doch die Lambda-Variante immer wieder im Gespräch. Woher kommt diese Variante überhaupt und wie gefährlich ist sie? Ja, Lambda, eigentlich der 11. Buchstabe des griechischen Alphabetes, des Alphabets und im miletischen System die Zahl 30. Aber Lambda ist auch eine neue Variante von Corona. Erstmals aufgetreten ist sie in Südamerika, nämlich in Peru. Und mittlerweile hat diese Variante auch 40 Länder erreicht. Die Angaben dazu, die sind ein bisschen widersprüchlich, wie gefährlich sie ist, weil es eigentlich noch relativ wenig Forschungsergebnisse gibt. Aber es gibt generell eher mehr Stimmen, die sagen, man kann hier beruhigt vorgehen. Vor allem die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die sagt, diese Virusvariante Lambda, die sei bei weitem nicht so gefährlich wie beispielsweise die Delta-Variante. Und momentan ist Lambda eine von 4 Virusvarianten, die unter die Kategorie fällt, von Interesse, aber nicht gefährlich. Genaue Forschungsergebnisse, die stehen hier noch aus. Es gibt so etwas wie eine Preprint-Forschung und Studien dazu von japanischen Wissenschaftlern, aber unabhängige Experten, die sind momentan noch dabei, hier diese Variante genau unter die Lupe zu nehmen. Was vielleicht ein bisschen dafür spricht, dass die Variante nicht so schlimm ist, ist der Umstand, dass in Peru diese Variante relativ rasch von einer anderen, nämlich von der Gamma-Variante, auch hier verdrängt worden ist. Die Stimmen, die das Ganze ein bisschen kritischer sehen, die sagen, möglicherweise wäre diese Coronavirus-Variante hier, was die Impfungen anbelangt, so, dass sie die Impfung abschwächt. Das heißt, die Immunisierung, die wäre dann nicht mehr voll und ganz gegeben. Aber wir werden es natürlich sehen, wir werden es mit Interesse auch verfolgen. Aber was dafür spricht, ist jedenfalls der Umstand, dass in Peru die Geschichte relativ wieder weg gewesen ist hier. Und das hoffen wir natürlich auch für die anderen Länder. In Österreich ist Lambda momentan noch kein Thema. David, wie sieht es denn global aus mit den Mutationen und Varianten im Moment gerade? Ich glaube, die Delta-Variante ist ja zumindest in Europa im Moment gerade die Variante, die am weitesten verbreitet ist. Auch das Ursprungs-Coronavirus ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr da, sondern mittlerweile eben haben wir die diversen Mutationen. Es war ja dann zunächst mal die ehemals britische, die Alpha-Variante, sehr stark im Vormarsch. Es hat die Delta-Variante übernommen. Gibt es irgendeine andere Variante, die sich im Moment gerade anschiebt, dass sie hier die dominante Variante werden könnte? Ja, die dominante Variante ist wahrscheinlich nach wie vor noch Delta. Ich glaube, wir haben das halbe griechische Alphabet auch schon durch, was die Namen hier anbelangt. Es sind immer wieder Virusformen, die sehr kurzfristig auftreten, die dann relativ rasch auch weg sind, die sich zum Glück auch nicht wirklich durchsetzen und auch behaupten können. Wir hoffen natürlich, dass das weiterhin der Fall auch ist. Momentan in Österreich ist Delta nach wie vor das alles entscheidende Thema. Da hofft man sich natürlich, dass man diese Variante auch eindämmen kann, dass sie auch zurückgehen wird. Wetter wie dieses macht das Ganze natürlich nicht einfacher, vor allem dann, wenn der Herbst wieder kommt und sehr viele davon sprechen, dass uns eine vierte Welle auch erwarten wird. Wie das Ganze dann vonstatten geht, wie intensiv das wird, das steht leider noch ein bisschen in den Sternen, hat natürlich auch damit zu tun, wie es mit der Durchimpfungsrate hier aussieht, inwieweit die Impfungen helfen bei neuen Varianten etc. etc. Dafür gibt es dann natürlich die Virologen, die da genau und detaillierte Auskunft darüber geben können. Aber vieles ist in Zeiten wie diesen auch noch unsicher. Und wir haben es vorhin ja auch bei der Pressekonferenz der WKÖ gehört. Wir müssen mit dem Coronavirus wohl leider leben lernen. Es wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Die Frage ist natürlich, wie intensiv das ausfällt, wenn wir keinen Lockdown mehr haben und trotzdem die Dinge, die wir gerne machen, machen können, wenn auch mit Einschränkungen in Zeiten erhöhter Infektionsketten, dann muss man das wohl momentan auch so akzeptieren und irgendwann ist der Spuk dann hoffentlich auch zu Ende.